Achtung, in diesem Video sind Szenen der Verletzung. Wenn du zart beseitet bist, dann schau es dir lieber nicht an. Alexander Siddiq ist ein russischer Powerlifter, der auf den europäischen Meisterschaften 2020 in der World Raw Powerlifting Federation einen schlimmen Unfall hatte, der sich sehr schnell durchs Internet verteilt hat mit dem Titel Russian Powerlifter Breaks Both Knees. Schauen wir uns mal an, was an dem Tag passiert ist. Alexander hat im Squat sehr guten Progress gemacht, bevor er in den Meet gegangen ist. Seine bis dato schwerste Kniebeuge sollen 360 Kilo gewesen sein. Hier ist anzumerken, dass diese mit Kniebandagen sind, also ohne Kniebeugeranzug, aber raw mit Kniebandagen. Im Opener hat er auch 360 Kilo gewählt und hat die wirklich super leicht bewegt. Im zweiten Versuch legt er 380 Kilo auf und auch die haben sich sehr schnell bewegt. Ich halte den Sprung hier auf die magischen 400 Kilo für durchaus realistisch. Bei den 400 Kilo hat Alex allerdings schon starke Probleme beim Rauslaufen. Er wackelt wie verrückt und muss sogar ein paar Schritte machen, um das Gewicht zu kontrollieren. Sowas ist allerdings nicht ungewöhnlich, fordert dem Lifter aber einiges ab. Und als er nun in die Abwärtsbewegung geht, passiert es. Seine Knie geben absolut nach und er fällt unkontrolliert um. Sein Schrei geht mir echt durchs Mark. Zwei Tage nach dem Unfall postet Alexander, dass er aus dem OP ist und beide Quads abgerissen hat, die wieder rekonstruiert werden mussten. Ebenso, dass sein linkes Knie gebrochen ist. Nun, ein wenig ist das verwirrend, denn du kannst dir nicht das Knie als Apparat brechen, aber eben die Knochen, die diesen Apparat stützen. Also die Oberschenkel, Gelenkknorren, die Patella oder das Schienbein. So oder so eine schreckliche Verletzung. Dieser Tag ist nun der Start für eine lange Regeneration. Durchs Internet geisterten Gerüchte, dass er nie wieder laufen kann. Aber Alex hat einen phänomenalen Progress hingelegt, wieder gesund zu werden. Nur zwei Monate nach dem Unfall postet er seinen Fortschritt wieder auf Instagram und seinen Kampf zurück zur Gesundheit. Nur zwei Monate nach dem Unfall konnte er schon wieder leichte Ausfallschritte machen, sogar Kniebeugen mit begrenzter Tiefe und konnte schon lange wieder gehen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann er schon wieder 190 Kilo Bank drücken und auch die Bizeps Curls gehen wieder einwandfrei. Also das wirklich Wichtige macht ihm keine Probleme. Und auch das Seilspringen geht mittlerweile ganz gut. Ich finde, das ist eine sehr inspirierende und beeindruckende Story. Alex hat es komplett zerschlagen, aber ich habe bis jetzt nicht einmal den Eindruck gehabt, dass es ihn gebrochen hat. Solche Unfälle sind im Powerlifting extrem selten. Lasst euch dadurch nicht verunsichern. Trotzdem, bleibt sauber da draußen und brecht euch nicht die Knie. Pascal zu Checking Out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Bro.